Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Kappenbefehl Nummer 38 gekauft. Wir werden mal gleich mal Flüge und Kalb aussteuern. Wir werden mal gleich einen Kurs einfahren, einen Führungskurs für das werden wir auch tun, aber wir werden mal gleich mal nehmen, einen Flug nehmen. Unser Flug, unser Spezialflug. Weil der ist ja gleich dann. Da kann er auch hinterher kalt werden. Düngerstreuer ist fertig. Bäume könnten wir nur pflanzen. Dünger. Achso, jetzt wollte ich einen Flug haben. Achso, ja, okay. Pickup. Den nehmen wir. Wenn wir gleich auf Feld 38 fahren, oder Zeit stoppen. Aber nicht mehr ziehen. Wenn wir gleich loslegen, ne? Unser Spezialflug. Ein Gruppe, der ein bisschen umgearbeitet wurde. Das ging mir so lange. So, jetzt auf Feld 38. Oh Mann, ne? Fleißig. Nehmen wir an, dass bald Hafer reif wird. Haben ein bisschen verschuldet, das Acker. Aber wir denken, wir kriegen das Geld wieder rein. So, das Feld 38 ist jetzt vor der Nase. Beginnen wir hier vorne gleich. So, Kursplay. Arbeitsmodus. Kurs generieren. 38. Vorgewende machen wir ruhig 2. Dann lieber 3. Unser Flug wird bei hier weich, hoch runter, 16 Meter. Dann nehmen wir kleiner, da sind weniger Ecken wegfallen. Und da unten ist Hacker Sinn. Entgegengesetzt. Machen wir so, wie es ist. Generieren wir mal ganz kurz. Muss aber berechnen. Ja. Hier speichern wir den Kurs ab. Und da flügen. Feld 38. Speichern. Fahrer einstellen und los geht's. So, jetzt können wir gleich den Kalkstreuer schnappen. Beziehungsweise den Takter für den Kalkstreuer, den. Na, ich habe meinen Namen nicht ein. Den grünen. John Deere, genau. Den wollte ich erst kurz einfahren, bevor wir den Steuer nehmen. Fahren wir zum Feld, über Führungskurs, da wir dann ja selbstständig zum einen eher zu Kalk aufsteuern kann. Und was auch wichtig ist, dass der mit Dünger auch den Kurs abfahren kann. Also Dünger, Saatgut. Geht. Ihr könnt ja mal Folgendes probieren. Den Kurs über das Silo zu laufen lassen. Das Silo kann ja auch Dünger und Saatgut aufnehmen.
Ich habe ja zwei Anhänger voll Saatgut und Dünger. Das werden wir mal testen, ob das funktioniert. So. Beginnen wir mit dem Kurs. Das heißt, wir fahren hier mal ganz kurz. Start. Über die Straße. Über unseren guten Plattenweg. Dann fahren wir zum Silo oben rechts. Alles gut, alles okay. Programmmäßig keine Aussetzer. Ja. Scheint so. Hoffe, der Ton passt. Und die Bildqualität. Hatte ein paar Probleme mit meiner Technik. Die alte PC-Version, also die musste ich wieder rausspielen. Hatte mit der neuen Probleme. Gestern arge Probleme gehabt. Und heute also ganz extrem, vor allem mit dem blauen Bildschirm hier. Fehlermeldung. Daraufhin habe ich das ganze System zurückgesetzt auf der älteren Windows-Version. Nun scheint es zu laufen, auf Holz klopfen. Ich habe in der Aufnahme probiert, das war vielleicht 2 Minuten vielleicht, dann war das komplett Ende. Es kam mindestens 3 oder 4 Mal vor. Und da war man noch so voll. Gut, nun scheint es zu laufen. Oh, angekommen. Überführungskurs. Fertig. Nehmen wir den mal ganz zu Spaß. Überführung, Hof. Ja, Überführung. Ich kenne nicht. Feld 30 Hof Silo Neu Speichern. Jetzt holen wir gleich den Kalkkurs. Ja, den Kalkstreuer. Dann werden wir uns Kalk von Dings kaufen in unserem Zwischenlager. Und das werden wir noch einlagern. Ich probiere mal aus, ob es ankommt, ob ich nächsten Sonntag und Samstag je 2 Folgen mache. Das heißt, auf gut Deutsch, wir beginnen ja immer die Woche mit Samstag bei irgendwo in Thüringen. Ich wünsche einmal ein schönes Wochenende. Schönen Samstag. Dass ich da nicht durcheinander komme. Mit der Zeit, den Tag. Wenn da 7-8 Folgen, dann ist man schon nicht durcheinander, aber man halt man vergisst dann schon ungefähr mit Witzchen der Tage, wann genau welcher Tag ist. Höchstens aufschreiben, Zettel und dann brauche ich ein Zettelchen.
Fertig. Kurze Notiz. Nach ein paar Tagen weiß ich, wann immer was bedeuten soll, aber ist egal. Heute reicht's. Es gibt ja mittlerweile Produktion, man kann sich auch Kalk allein herstellen. Aber bis das soweit ist und das Geld da zusammen haben, wir kaufen eher noch Felder. So, jetzt haben wir angekommen. Ich weiß ja nun, der Pflügermeister ist unterwegs. So, den Kurs immer löschen. Kursgenerierung 38. Rundherum. 2. Reich ist okay. Auch ein bisschen weniger. Kommt der gerade? Kann ein bisschen dauern. So, zurück. Speichern wir ab. Ja, Kalken. Hoffen wir, dass auch die Kalken muss. Speichern. Jetzt schauen wir gleich nach. Aber eigentlich ja. Drüber speichern. Das ist gut. Ja, durch Kalk habe ich da auch richtig gelegen. Das wäre dann super geil, wenn ich jetzt nicht kalken müsste. So. Das wäre der Kalkkurs. Anhängen. Einstellen. Dann werden wir uns gleich die Düngersteuer zurückfahren. Braucht dafür 1,5 Stunden. Aber wir werden wichtig, dafür haben wir gleich Kalk in unser Lager reinfahren. Dazu brauchen wir einen Anhänger. Nehmen wir den LKW. Ideal. Das hatte ich vorbereitet gehabt. Den fahren wir dann mal zurück. Denn das soll ja später gleich losgehen. So, in Ansicht. Also die Maschinen sind ein bisschen leiser, aber das ist normal, ne? Wenn man innen drin sitzt, ist es leiser. Dann bin ruck und zuck, ich verwende Eye-Tracking. Steuere das Bild schon mit den Augen. Das ist eine Sache der Übung. Das könnte auch gestern für die Abschlüsse der Grund gewesen sein. Das hat nicht gescheit eingesteckt war. Gestern beim Livestream und beim Folgen aufnehmen, wo ich als Lohner mitarbeite. Wenn es mal soweit ist, dann werde ich da auch versuchen, auch Aufnahmen zu machen. Aber so mittendrin, das bringt irgendwo nichts und dann haben wir gesagt, okay. Gestern war auch arge Probleme, hätte überhaupt auch keine Freude gewesen. Darum erstmal, ja, ich brauche mal einen LKW.
Wo ist der überhaupt? Nehmen wir den. Den können wir stehen lassen, den brauchen wir nicht. So, wir brauchen den Anhänger. Da haben wir einen. Für den Kalkeinkauf. BGH. Gut gefüllt. Auch mit neuen Mod. Power pro Tag 10.000. Und weniger Stress. So. Verdient im Auge weniger, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, muss man Kalk kaufen. Mal sehen, wie das klappt. Eigentlich muss das Lager das Kalk aufnehmen. Laut Verrechnung geht das. Hat es mal gezeigt. So, Kalk. Kalk läuft, das dauert ein bisschen. Indessen werden wir uns mal die Sackmaschine vornehmen. Kalker ist gut. Sackmaschine ist jetzt gleich hier vorne. Der nicht, der auch nicht, der auch nicht, der. So. Das heißt, was sehen wir da aus? Weiß und Gerste hatten wir mal gehabt. Das wäre ganz gut, wenn wir was anderes sehen würden. Also, das kommt nach Gras, Weizen, Gerste. Raps haben wir aktuell drin und Hafer haben wir auch. Wir machen so, ja, boah. So, die bereiten das vor. Wir müssen mal kalken fertig werden oder ziemlich fertig werden, nicht dass der sich überholt, ne? Den alten Kurs können wir löschen. Leider haben wir einen neuen Kursplay-Kurs drin, Version, Numero 231. Den müssen wir auch nicht stehen lassen. Brauchen wir erstmal sehen, dass der Kalkstreue. So, mal schauen wir mal, wie lange das noch dauert mit der Aussaat. Quatsch. Nehmen wir der Dauer der Aussaat. Wie lange die das gedüngt? Reifestatus. Das wollte ich wissen. Das ist dunkelgrün. Gedüngt. Das ist auch noch so ein Thema. Wir müssen 12 düngen. Das heißt, wir müssen ganz kurz Düngerstreuer aktivieren. Na, wo ist er? Da. Müssten wir eigentlich einen Kurs haben? Eigentlich. Und der holt auch den Dünger jetzt vom Dings ab. Das lassen wir mal so. So, laden. Düngen für 12. Außer düngen. Düngen ist oben. Düngen, Abfahrt. Düngen, 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 Aussaat. Ernte. Der Wiese kann ich aber löschen normalerweise. Düngen scheint nichts drin zu sein. Flügen, kalken, 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 mähen. Flügen. Schwatten auf Wiese. Gut, dann machen wir laut Neues.
So, liebe Freunde, habt ihr Wecker gehört? Ich mach ganz kurz noch einen Kurs. So, 12. Rundherum. 2. 3. 6. sind nicht. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Sag mal ein Danke. Es kostet euch nichts. Ist nur eine kleine Anerkennung für mich. Ja, ein Abo wäre auch schön. Ich danke dafür auch mal. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Also, tschüss und winke, winke. Bis dann. Ciao, ciao.